Aufgewachsen in einem Haus, das weit weg war von dem eigentlichen Dorf an Drachengeborenen, die ihre neue Gemeinschaft hätten sein sollen, ist Dizzy es gewohnt, von anderen Lebewesen mit Abscheu und Furcht gesehen zu werden. Das heißt nicht, dass es nicht immer wieder aufs Neue wehtut. Einmal als Kind hat Dizzy gefragt, Mama, warum sind wir so weit weg von allen anderen? Dizzys Mutter hat sich mit traurigen Augen zu dem Kind umgedreht und erklärt, dass sie mit ihrer gelben Haut an dem Stigma, das ihre Vorfahren hatten, gemessen werden. Gelbe Drachen wurden als gefährlich, egozentrisch und gemein gesehen. Und viele waren das auch. Aber die humanoiden Nachfahren haben diese Eigenschaften nicht automatisch übernommen. Viele werden bitter und böse durch die ungerechten Vorurteile, die sie jeden Tag zu hören kriegen. Aber du, mein kleiner Abendstern, du kannst anders sein. Lass die Welt nicht dein Herz stehlen. Du bist perfekt, genauso wie du bist. Diese Worte sind es auch, die Dizzy jede Nacht hört, wenn das Feuer am Niederbrennen ist und die Träume langsam den dunklen Vorhang fallen lassen. Jetzt reißt Dizzy den Mund auf und ein gleißend heller Strahl kommt heraus. Er schießt an den beiden Flüchtenden vorbei und trifft den Zaun so, dass die Verfolger abgesperrt werden. Dann erst dreht sich Dizzy zu den anderen um. Nach einer kurzen Verwirrung stellen sich die drei vor und entscheiden sich dazu, gemeinsam weiterzuziehen. Da mein tolles Handy entschieden hat, dass es aufhört aufzunehmen, hier das Endresultat. So schaut es aus.